Ja, ganz kurz zu mir noch. Mein Name ist Maximilian Boos. Ich arbeite seit rund 2 Jahren jetzt bei Cyberend Media. Seit circa einem Jahr betreue ich das Marketing für Google, das heißt auch für unsere G Suite-Dienstleistungen. Und normalerweise, die schon öfter hier waren, die kennen mich wahrscheinlich eher aus der organisatorischen Ecke hier. Heute halte ich da mal selbst einen Vortrag. Genau über den, wie Martin es schon angesprochen hat, Umstieg quasi von Inbox zu Gmail. Genau, kurz für die Inbox nicht kennen. Inbox wurde von Google 2015 veröffentlicht für die Öffentlichkeit. Vorher durften schon ein erlesenes Publikum Inbox testen. Mit Inbox haben sich quasi die Gmail-Entwickler ein bisschen austoben können und einfach mal testen können, wie könnte man denn eigentlich besser mit E-Mails arbeiten, als es eher so in den klassischen E-Mail-Diensten ist, wie Gmail eigentlich auch einer ist. Weil bei Gmail ist halt auch das Problem, dass es historisch einfach ein bisschen gewachsen ist. Es ist mit eines der ältesten Google-Tools und dementsprechend kommen zwar immer mal wieder Funktionen hinzu, aber es ist halt schwer, alte abzuschalten, weil gerade das ist ein Tool, was viele große Firmen auch nutzen, wenn sie vielleicht auch nicht alle anderen Tools der G Suite nutzen, aber Gmail dann meistens schon und Calendar. Und da ist es halt dann schwer, irgendwelche Funktionen auch einfach abzuschalten, weil man ja auch nicht die Nutzer verärgern will. Und bei Inbox konnten die sozusagen bei Null starten und sich einfach austesten. Und das konnte als Alternative die ganze Zeit zu Gmail verwendet werden. Man konnte auch automatisch einstellen, dass wenn man jetzt auf mail.google.com gegangen ist, man automatisch in Inbox weitergeleitet wird und konnte das quasi ja, alternativ nutzen. Es wurde dann auch immer quasi hin und her gesynkt zwischen den Oberflächen. Ja, seit geraumer Zeit ist jetzt hier so ein Pop-up, dass es eben abgeschaltet wird am 2. April, also nächste Woche Dienstag müsste das sein. Wahrscheinlich nicht 1. April, damit es die Leute nicht für einen April-Scherz halten. Genau, das klicken wir mal weg. Und ich habe jetzt keine Slides vorbereitet, sondern ich werde jetzt einfach live, ich hoffe, das klappt so alles, immer zwischen Inbox und Gmail hin und her springen und quasi die Funktionen, die es in Inbox gibt, zeigen, wie man die, ob es die auch in Gmail gibt und falls nicht, ob man sie vielleicht halbwegs so nachbilden kann. So, wenn wir uns hier Inbox angucken, das ist quasi der Startscreen, hier auch die Inbox. Dann fällt schon mal auf, dass es meiner Meinung nach wesentlich aufgeräumter aussieht als Gmail. Wenn ich das hier mal öffne, Gmail, das sieht so aus. Es hat zwar letztes Jahr auch ein großes Update bekommen und sieht schon mal moderner aus, aber ich finde es immer noch ein bisschen unübersichtlicher als Inbox. Ein Feature, was ja, denke ich, mit das Beste an Inbox ist eben, dass es auch alles so gruppiert. Da gibt es verschiedene Gruppierungsmöglichkeiten, zum Beispiel hier nach Datum, das geschieht automatisch. Dann haben wir hier auf der linken Seite noch so Themen, die gruppiert werden. Hier ist hervorzuheben, dass die Reisengruppierung, die kann ich jetzt leider nicht hier zeigen, weil es ein Dummy-System ist. Aber ich erkläre es kurz. Das hat so funktioniert, dass wenn ich zum Beispiel eine Reise nach München antreten wollte, dann habe ich mir vielleicht Flugtickets oder Bahntickets gebucht, habe ein Hotel gebucht, habe vielleicht von denen nochmal eine Buchungsbestätigung bekommen, habe vielleicht in München noch irgendwie irgendwas, was ich besichtigen will, Tickets gekauft online, habe da auch wieder eine E-Mail bekommen. Und Inbox hat automatisch die E-Mails eingelesen, durchgelesen und hat die dann gruppiert und mir sozusagen eine komplette ja, Reiseübersicht geliefert, wo halt alle Unterlagen dann für die Reise nach München in dem Zeitraum drin waren. Das hat automatisch funktioniert. Hier gibt es noch so ein paar andere Kategorien, die man auch anpassen kann, wie Käufe, Finanzen, soziale Netzwerke. Und ich konnte eben auch selbst anhand von Regeln hier Gruppierung vornehmen. Das heißt, ich kann sagen, alle E-Mails, die von dem und dem Empfänger sind, Absender sind, sollen gruppiert werden oder die das und das im Betreff haben. Und dann hat er die zusammengefasst. Das sieht man. Also zum einen sind die dann hier aufgetaucht. Wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich wirklich nur alle die, die in dieser Gruppe drin sind. Und ich sehe die eben auch hier. Hier werden die quasi wie eine einzelne E-Mail dargestellt. Wenn ich draufklicke, fährt das aus und dann sehe ich hier auch nochmal alle, die zu dieser Gruppe gehören und kann die dann einzeln öffnen.
Wenn ich jetzt in Gmail gucke, gibt es hier eigentlich erstmal standardmäßig keine wirkliche Gruppierung. Gmail arbeitet mit Labels, das sind sozusagen die Themen von hier. Also wenn ich ein Label in Gmail angelegt habe, ist es auch hier als Thema in Inbox aufgetaucht. Google arbeitet mit den Labels, anstatt mit Ordnern zum Beispiel, wie man es von Microsoft Outlook zum Beispiel kennt, indem sie sagen, ja, ich kann eine E-Mail in einen Ordner schieben, aber nicht in mehrere. Das macht eigentlich keinen Sinn. Dann wäre höchstens eine Kopie der E-Mail noch in einem anderen Ordner, aber das ist nicht so schön. Aber es macht ja vielleicht Sinn, dass quasi eine E-Mail in mehreren Gruppierungen vorkommen kann. Und da sagen die halt, ich kann ja eine E-Mail mehrere Labels geben. Wenn ich die hier vergebe, dann sehen wir hier, dass vor dem Betreff taucht der Name des Labels auf. Ich kann die hier auch farblich kennzeichnen. Kann ich auch ändern jederzeit. Und wenn ich hier eben draufklicke, dann sehe ich die auch so zusammengefasst. Was Gmail nicht macht, ist aber eben quasi alle wie als eine E-Mail zusammenfassen, dass ich dann draufklicken könnte und dann alle sehe. Das ist ein bisschen blöd. Und auch sonst gibt es hier irgendwie keine weitere Sortierung. Standardmäßig kann man hier den Posteingang konfigurieren und diese Tabs aktivieren. Google nennt das auch Kategorien. Dann gibt es allgemeines, soziale Netzwerke, Werbung, Benachrichtigungen und Foren. Kann ich auch einzeln abschalten. Und er sortiert automatisch die E-Mails da rein. In dem Dummy-Account haben wir jetzt hier bei sozialen Netzwerken nichts, aber tatsächlich ist das in meinem normalen E-Mail-Account das, wo ich sage, das funktioniert automatisch noch am besten. Also dann landen da wirklich die Facebook- und Meetup-Nachrichten zum Beispiel drin. Was der in Werbung und Benachrichtigungen einsortiert, ist mir allerdings ein bisschen schleierhaft. Ja, das erkenne ich keinen größeren Sinn drin. Man kann E-Mails von einer Kategorie in eine andere schieben und damit Gmail das so ein bisschen antrainieren sozusagen, dass der mit der Zukunft halt immer weiß, wo er was einsortieren soll. Erfordert aber halt eigene Arbeit und ich kann halt diese Kategorien hier nicht umbenennen. Das auch ja, nicht sehr schön ist, weil vielleicht passen die ja nicht eben. Dann kann ich aber in den Einstellungen noch diverses aktivieren. Und zwar kann ich, dafür muss ich jetzt diese Standard-Tabs hier wieder alle deaktivieren. Kurz speichern. Und dann hier wieder in Einstellungen gehen. Und kann hier hinten unter Erweitert, wo sind sie? Mehrere Posteingänge aktivieren. So, muss ich auch wieder speichern. Startet Gmail neu. Jetzt hat er das hier schon angepasst. Ich gehe nochmal kurz in die Einstellungen, damit man sieht, wie das funktioniert. Dann kommt, jetzt muss ich mal gucken, wo ist es hingesprungen? Hier, Zeile runtergehüpft. Genau, taucht der Tab hier in den Einstellungen auf mehrere Posteingänge und ich kann hier anhand verschiedenen Suchanfragen definieren, in was der Posteingang sortiert werden soll. Ich habe das jetzt hier gemacht nach Datum, quasi um in Inbox, wie diese Inbox-Funktionen abzubilden, was kam heute an E-Mails rein, was kam gestern, was die Woche. Google bietet hier verschiedene Suchoperatoren, die man alle anwenden kann, also es muss nicht nach Datum sein. Das muss man sich halt selbst zusammen konfigurieren, wie man will. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sieht es eben so aus. Ich habe es letzte 24 Stunden genannt, weil leider funktioniert das eben auch nicht so haargenau wie ein Inbox, dass es wirklich alle E-Mails sind, die heute kamen, sondern es ist vielmehr alle, die in den letzten 24 Stunden kamen. Das überschneidet sich dann eben. Genauer kann man es nicht definieren. Könnte dann auch sagen, die von gestern, vorgestern, die von der ganzen letzten Woche und alles Ältere. Ist so ein, ja, eine kleine Möglichkeit, das ähnlich wie ein Inbox zu machen, aber halt auch nicht unbedingt sehr schön. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie man seinen Posteingang in Gmail sortieren kann. Dafür muss ich jetzt wieder diese mehreren Posteingänge ausschalten. So. Und zwar kann ich auch auf einen sogenannten sortierten Posteingang umschalten.
Das ist wieder hier in dem Tab, wo auch diese Kategorien sind. Und hier kann ich sagen, sortierter Eingang. Und hier kann ich auch wieder ein paar Sachen definieren. Zum Beispiel alle E-Mails, die als wichtig markiert sind und ungelesen sind, alle, die markiert sind. Und ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, weitere Optionen und kann sagen, alle mit dem Label Google sollen da sortiert werden. Wenn ich das jetzt mache, sieht das so aus. Das finde ich ein bisschen schicker. Leider fehlt dann halt diese Sortierung nach Datum. Aber ich werde auch wahrscheinlich in Zukunft so versuchen, weiterzuarbeiten. Genau. Also die Funktion von Inbox ist leider nicht so 1:1 in Gmail nachzubilden. Wenn wir uns hier sonst den Posteingang einsehen, fällt auf, wir haben hier die Anhänge oder wenn hier Links, wie zum Beispiel YouTube in der E-Mail sind, sehen wir die direkt, ohne die E-Mail öffnen zu müssen. Das hat tatsächlich Google mit dem letzten Gmail-Update auch hier mit eingebracht. Tatsächlich wundere ich mich etwas, irgendwie seit gestern funktioniert das nicht mehr. Eigentlich müsste hier auch der YouTube-Button sein, irgendwie ist das YouTube-Video verschwunden. Aber man sieht zumindest noch die Google Docs-Anhänge und die Sheets-Anhänge. Zusätzlich kann ich in Gmail auch hier unter Kompaktheitsgrad das anpassen, wenn ich sage, das ist mir irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu viel Platz, der dann verschwendet wird und die Anhänge interessieren mich nicht so, kann ich hier auf Normal umschalten, dann sehe ich hier nur dieses Anhangzeichen oder ich kann sogar, wenn ich es auf die Spitze treiben will, noch diese schmale Variante nehmen, kriege ich halt mehr E-Mails auf einen Bildschirm, aber sieht dann auch wieder so ein bisschen unübersichtlich aus. Max? Ganz kurz, ich habe eine Frage zu diesen Reitern. Also diese, die sind ja diese von Tabs. Google oder Tabs, die sind ja von Google vorbereitet. Mhm. Und in der Inbox kann ich die selber konfigurieren, was ich auch sehr intensiv getan habe. In Gmail kann ich die nicht mehr konfigurieren. Gell? Ich muss entweder diese Reiter, so wie sie sind, muss ich toll finden, oder habe ich Pech gehabt. Ja. Also die Möglichkeit jetzt zu sagen, alle, die von Atlassian kommen, von denen kriege ich zum Beispiel irgendwie 200 Mails am Tag, will ich in einem Reiter haben, das geht nicht. Genau, das geht nicht. Das, die Gruppierung aus Inbox wäre dann hier eben ein Label, wie hier das Google-Label. Und ich könnte halt sagen, pack mir das Google-Label in diesen sortierten Eingang. Macht aber halt wahrscheinlich nur Sinn, ich sag mal, bei uns jetzt intern würde es vielleicht Sinn machen für alle E-Mails, die vielleicht aus Jira kommen, weil dann meistens täglich eine ganze Flut kommt. Dass man die vielleicht auch direkt präsent hier im Posteingang hat. Ansonsten muss man halt eben mit der Sidebar arbeiten und sich hier durchklicken. Was man tatsächlich auch machen kann bei der Konfiguration von den Labeln, ist, ich kann sagen, dass die diesen Posteingang überspringen sollen, sondern nur direkt unter dem Label landen sollen. Da muss ich halt trotzdem immer hier durchklicken. Ich kann das hier auch einfahren. Dann sehe ich, wenn hier neue sind, dann muss ich natürlich farblich markieren, damit ich es überhaupt noch irgendwie unterscheiden kann. Ja, aber eben diese direkte Gruppierung wie in Inbox geht nicht. Tatsächlich ist zumindest das mit diesen Reisengruppierungen, vielleicht betrifft es auch noch mehr, habe ich nachgelesen, dass es wohl in der Gmail-App, die jetzt gerade auch ein Update bekommen hat und quasi an dieses neue, die neue Gmail-Oberfläche und die Funktion angepasst wurde, ist im Quellcode wohl verankert die Funktion schon von Inbox. Das heißt, mit Glück, aber man weiß halt auch nicht wann, könnte es sein, dass es noch nachgezogen wird. Müssen wir mal abwarten. Genau, so die Anhänge habe ich auch erzählt. Dann überhaupt mal, wie öffnet man hier eine E-Mail in Inbox? Das war immer jede Zeile war quasi eine E-Mail, außer man hat eben gruppiert, dann musste man draufklicken und hat dann hier wieder alle Unter-E-Mails gehabt. Wenn ich hier draufklicke, fährt das sozusagen nach unten aus, hat den Vorteil, ich kann hier einfach weiter scrollen, kann mit einem Klick eine andere E-Mail öffnen. Bei Gmail ist es im Standard so, wenn ich jetzt draufklicke, öffnet sich sozusagen ein neues Fenster, also die E-Mail im neuen Fenster. Zwar nicht im neuen Browser-Fenster, weil ich habe hier noch die Sidebar und so, aber ich kann jetzt nicht irgendwie runterscrollen und einfach die nächste E-Mail öffnen, sondern ich muss wieder zurückklicken. Ist auch ein bisschen blöd. Hier gibt es aber die Möglichkeit, Vorschaufenster zu aktivieren. Da müssen wir auch wieder in die Einstellung. Die Vorschaufenster, die kennt man zum Beispiel auch von Outlook. Da gibt es das schon länger.
wenn ich das hier aktiviere, taucht hier oben so ein Button auf und hier kann ich sagen, es soll vertikal geteilt werden. Und dann habe ich hier rechts so einen Vorschaubereich und wenn ich jetzt eine E-Mail anklicke, dann taucht die eben hier auf. Ich kann das auch in der Breite noch variabel verschieben. Oder ich kann hier auch sagen, es soll horizontal geteilt werden. Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was für einen Monitor man hat. Ob man den vertikal hochstellt, dann würde das wahrscheinlich mehr Sinn machen. Oder man nimmt eben die andere Variante. Ist quasi auch nicht 1:1 so abzubilden, aber ja, die Vorschaufenster finde ich eigentlich auch ganz nett. Genau, dann schauen wir uns mal hier die Funktionen, die wir für die E-Mails haben, an. In Inbox konnte ich Nachrichten mit so einem Pinner versehen, das heißt unpinnen. Das heißt, alle E-Mails, die vielleicht irgendwie wichtig sind, die ich gerne auf einen Blick zusammen hätte, die aber jetzt vielleicht thematisch nicht irgendwie gruppiert Sinn machen, die kann ich mit dem Pinner versehen und kann hier oben den Pinner aktivieren und dann sehe ich eben alle angepinnten Nachrichten. Die Funktion gibt es in Gmail im Prinzip genauso, nur ist es da kein Pinner, sondern ich habe hier dieses Sternchen zu markieren. Wenn ich hier die so markiere, dann, gut, weil ich das jetzt als sortierter Eingang habe, rutschen die schon mal hier in den Bereich, wo alle Markierte sind. Oder ich habe eben hier auf der linken Seite, das wäre jetzt wie das Umschalten in Inbox, kann ich hier auf markierte E-Mails gehen. Zusätzlich kann ich auch in Gmail, das ging eben auch so in Inbox nicht, da gab es nur diesen einen Pinner. In Gmail kann ich quasi diese Markierung noch unterscheiden. Das heißt, hier gibt es noch mehrere, die mir zur Verfügung stehen. Ich könnte zum Beispiel noch diesen grünen Haken oder einen blauen Stern oder sowas aktivieren. Und wenn ich das jetzt speichere, dann kann ich mit mehreren Klicks, also einmal, zweimal klicken, dann kommt das nächste Symbol, kann ich die auch noch unterschiedlich markieren. Da gibt es jetzt hier nicht komplett, dass ich nur die jetzt mit dem grünen Haken dann sehen kann, sondern es gibt halt nur den Punkt markiert, aber ich kann die jetzt hier, könnte ich die dann nochmal unterscheiden, alle die irgendwie gelb markiert sind, blau markiert sind oder mit einem Haken markiert sind. Genau, also diese Funktion ist sozusagen schon 1:1 in Gmail abzubilden und da sogar noch ein bisschen, ja, man kann es noch ein bisschen mehr variieren als in Inbox. Das nächste, was hier kommt, ist dieses Uhrensymbol. Und zwar konnte ich in Inbox, ich muss ja den Pinne wieder rausmachen, konnte ich E-Mails zurückstellen. Das heißt, wenn eine E-Mail reinkommt und ich weiß, ich schaffe es irgendwie zeitlich nicht, die heute zu bearbeiten oder mir fehlt auch irgendeine Info intern und ich kann sie erst morgen bearbeiten, konnte ich einfach, damit die mir nicht meinen Posteingang verstopft, sagen, ja, die verschiebe ich quasi auf morgen. Dann ist die aus dem Posteingang rausgesprungen und ich kann sie zwar hier wiederfinden und er zurückgestellt, aber sie würde jetzt eben morgen, wie quasi, als wenn sie gerade erst verschickt wurde, wieder in meinem Posteingang automatisch auftauchen. Die Funktion wurde zum Glück auch mit dem letzten Gmail-Update 1:1 überführt. Hier ist das Symbol nur ganz rechts, das heißt, hier kann ich auch zurückstellen, habe hier eben auch diverse Möglichkeiten, vorgefertigte, nachher, morgen etc. oder kann auch individuellen Datum und Uhrzeit festlegen. Und dann stehen die, sind die hier auch verschwunden und hier unter zurückgestellt finde ich sie auch und sie würde dann eben auch morgen wieder aufpoppen. Genau, also die Funktion ist auch 1:1 in Gmail jetzt vorhanden. Gut, zum Löschen muss ich nicht viel sagen. Wenn ich eine E-Mail lösche, den Papierkorb hier, wandert sie hier unter den Punkt Papierkorb, da finde ich die dann wieder. Und nach einer gewissen Zeitraum, ich glaube standardmäßig 30 Tage, verschwindet die dann komplett und ich finde sie nie mehr wieder. In Gmail ist es genauso, auch hier der Papierkorb und hier unter mehr findet man den da. So, dann gibt es in Inbox den Haken, das heißt, ich kann hier E-Mails abhaken. Hat den Hintergrund, Inbox war auch so ein bisschen gedacht, E-Mails eben als Aufgaben zu betrachten. Das heißt, die Aufgabe kann sein, wenn es jetzt einfach nur eine informative E-Mail ist, dass ich mir die einfach nur durchlese und dann kann ich sie abhaken. Oder ich muss vielleicht antworten, dann antworte ich und hake sie dann ab. Im optimalen Fall sollte es nämlich eigentlich so laufen, dass quasi am Ende des Tages der komplette Posteingang leer ist, weil ich entweder alle E-Mails abgearbeitet habe und abgehakt habe oder zurückgestellt habe, diejenigen, die ich eben heute nicht bearbeiten konnte und dann morgen oder eine Woche später oder sowas wieder angehe. In Gmail gibt es
quasi auch dieselbe Funktion, heißt nur nicht abgehakt und dann ist kein Haken da, aber ich kann hier E-Mails, hier das Zeichen, archivieren. Wenn ich hier eine E-Mail archiviere, jetzt mal mit der, verschwindet die auch aus meinem Posteingang. Ich kann sie noch weiter unter alle E-Mails hier finden. Da sind eben alle drin, die, die noch im Posteingang sind und die, die eben archiviert sind. Ja, habe quasi auch die Möglichkeit, sozusagen meinen Posteingang bis zum Ende vom Tag leer zu räumen und ja, oder die E-Mails zurückzustellen. Zusätzlich kann ich hier einstellen, ich kann mal gucken, senden und archivieren, das kann ich aktivieren. Dann würde automatisch, wenn ich jetzt eine E-Mail beantworten will oder muss, und hier auf Antworten gehe, macht der Button quasi automatisch, dass die E-Mail dann gesendet wird und gleichzeitig archiviert ist. Da spare ich mir quasi den Klick, die dann erst nochmal im Posteingang zu archivieren, sondern das geht automatisch. Genau. Dann, mal gucken, gut, hier unter den Pünktchen gab es noch weitere Optionen, die eben in diese Gruppen einzuordnen, in Inbox oder Nachrichten als Spam zu melden. Spam melden geht in Gmail natürlich auch. Da müsste ich jetzt die E-Mail öffnen und habe dann hier das Zeichen als Spam melden und die Spam-Mails findet man dann auch noch hier. Dann gibt es in, oder gab es, muss man schon fast sagen, in Inbox die Möglichkeit, Erinnerungen zu erstellen. Und zwar hier, quasi wie eine neue E-Mail, kann ich dann jetzt irgendwie sagen, Follow-ups verschicken. Und konnte dann eben auch über diese Snooze-Funktion sagen, ja, das muss ich irgendwie morgen machen. Speichern. Und dann ist sie hier auch bald zurückgestellt. Und die Erinnerung würde dann morgen wie eine E-Mail quasi hier aufpoppen. Und ich könnte sie dann auch abhaken, wenn ich es erledigt habe. Zusätzlich, muss ich mal hier gucken, ob das geht, mit aktualisieren, tauchen die dann auch in Google Kalender auf. Hier oben ist die Erinnerung. Sofern ich hier eben auf der linken Seite quasi wie ein Kalender auch die Erinnerung aktiviert habe. In Gmail gibt es die Erinnerung nicht. Dafür gibt es hier an der rechten Seite Google Task. Wenn ich das öffne, habe ich im Prinzip auch die gleiche Funktion bzw. das Ganze auch noch ein bisschen aufgebohrt. Das heißt, ich kann hier eine Aufgabe hinzufügen. Ihr könnt hier jetzt auch sagen, Follow-ups. Kann hier sogar noch Details hinzufügen. Kann das eine Liste hinzufügen, wenn ich irgendwie einen Aufgabentyp habe, der häufiger anfällt. Und kann hier auch sagen, erinnere mich da bitte morgen um 10 Uhr. Wenn ich das wieder zumache, sehe ich eben hier die Aufgabe und in Kalender. Genau, sehe ich hier auch die Aufgabe. Zusätzlich könnte ich das noch ein bisschen spezifischer machen, wenn ich jetzt sage, diese E-Mail hier braucht ein Follow-up, dann kann ich die hier rüberziehen und dann ist die hier quasi im Anhang. Könnt jetzt hier reinschreiben, die Details, Follow-up. Da auch wieder sagen, morgen 11 Uhr, okay. Und dann würde ich auch im Google Kalender die Aufgabe sehen und könnte hier auch betreffende E-Mail anzeigen, anklicken und dann lande ich eben wieder in Gmail und direkt in der E-Mail und kann die quasi direkt beantworten. Genau. So, der letzte Punkt, der in Inbox möglich war, waren Antwortvorlagen. Die verstecken sich hier unter neue E-Mail, hier unter dem Zeichen. Ich habe da jetzt schon mal eine vorbereitet, damit es schneller geht. Man konnte quasi wie eine E-Mail schreiben und dann sagen, das soll eine Vorlage sein. Ich habe das jetzt mal einfach kein Interesse genannt, für sozusagen irgendwelche Werbemails. Hier konnte ich dann das anklicken, dann fügt er automatisch den Inhalt ein und ich kann sie absenden. Spart mir dann für E-Mails, die ich irgendwie immer gleich beantworte, Zeit. Das geht in Gmail auch. Das muss ich aber auch wieder erst in den Einstellungen aktivieren. Unter Erweitert wieder und Antwortvorlagen, Änderungen speichern und dann kann ich auch hier, wenn ich quasi eine neue E-Mail schreibe, hier unter den Dot-Menü Antwortvorlagen kann ich die auch einfügen.
zusätzlich kann ich in Gmail, was das Ganze eigentlich noch ein bisschen mächtiger macht, könnte ich jetzt sagen, zum Beispiel alle hier von Pipedrive markiere ich, mache ähnliche Nachrichten filtern, könnte es jetzt hier noch weiter anpassen, noch Betreff sagen etc., gehe dann auf Filter erstellen und dann habe ich hier Möglichkeiten, dass ich sagen kann auch, die sollen erst gar nicht in meinem Posteingang auftauchen und die sollen als Antwortvorlage direkt hier kein Interesse erhalten. Das heißt, ich muss mich überhaupt nicht drum kümmern. Die geht quasi an meinem Posteingang vorbei und die kriegen automatisch die Antwort gesendet. Nein, danke, ich habe kein Interesse. Genau. Genau, die Funktion ist also quasi auch 1:1 in Gmail vorhanden und kann da eben mit den Filtern sogar noch ein bisschen besser eingestellt werden. Dann zeige ich jetzt nur noch ganz kurz zwei andere Einstellungen, die vielleicht auch dem einen oder anderen helfen können. Die gab es so in Inbox nicht. Und zum einen kann ich hier Indikatoren mir anzeigen lassen. Ich finde es zwar optisch nicht sehr schön umgesetzt. Wenn ich das jetzt mache, tauchen hier, ich mache mal hier ein bisschen größer, tauchen hier nochmal in diesem Wichtigzeichen, das kann ich auch nochmal gleich kurz erklären, tauchen nochmal so zwei Pfeile auf. Das bedeutet, alle E-Mails, die nochmal hier so zwei Pfeile haben, die sind direkt nur an mich geschickt worden als Empfänger, quasi 1:1 Nachrichten. Wenn da jetzt nur ein Pfeil drin wäre, dann war ich einer der Empfänger, das heißt, nur andere haben die so bekommen. Und wenn gar keine drin ist, dann ging die E-Mail an einen E-Mail-Verteiler, wie zum Beispiel bei uns Google @CyberMedia, wo unser ganzes Team drin ist. Kann vielleicht dahingehend ein bisschen helfen, dass ich sage, okay, alle, die irgendwie hier zwei Pfeile drin haben, die sollte ich mir auf jeden Fall angucken, weil die hat auch sonst keiner bekommen. Und die, die irgendwie an den Verteiler gingen, da weiß ich, zur Not macht das irgendjemand vielleicht vom Team. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so extrem wichtig, da reinzugucken. Genau, dann erkläre ich hier auch noch kurz dieses Wichtig-Zeichen. Und zwar, das ist auch... steckt so ein bisschen KI dahinter. Das heißt, ich kann hier manuell, das gab es jetzt auch in Inbox so nicht, E-Mails als wichtig markieren. Und das hilft mir zum Beispiel hier auch bei der Sortierung. Dann landen hier oben unter wichtig. Manche E-Mails setzt Google das oder Gmail das quasi automatisch. Wenn man hier drüber fährt, zeigt er auch an, warum. Dann sagt er, gut, die Nachricht ist jetzt wichtig, weil ich sie so definiert habe. Und hier oben, diese Nachricht ist wichtig, weil sie direkt an Sie gesendet wurde. Das heißt, es ist auch, man kann da sozusagen Gmail ein bisschen trainieren, indem man immer wirklich die E-Mails, die am wichtig erscheinen, so markiert und die, die nicht wichtig sind, quasi dann die Markierung entfernt, um so irgendwann eine automatische, gute Sortierung drin zu haben. Das Letzte, was ich nur noch kurz ansprechen will, ist eigentlich so ein bisschen Standard-Feature von allen E-Mail-Diensten auch. In Inbox war es so nicht zu definieren, aber man konnte es eben auch die ganze Zeit in Gmail einstellen. Es ist eine Abwesenheitsnotiz. Wenn ich jetzt in Urlaub bin, kann ich die hier in den Einstellungen aktivieren, kann sagen, von wann bis wann die gelten soll, Betreff festlegen, Nachricht festlegen und dann würde halt eben jeder, der mir eine E-Mail schreibt, die Nachricht automatisch zurückbekommen, dass ich eben nicht verfügbar bin. Gleichzeitig könnte ich hier eine Weiterleitung einrichten, wenn ich sage, eben meine Kollegen sollen dann die E-Mail weitergeleitet bekommen. Das kann ich allerdings leider nicht irgendwie automatisch mit dem Zeitraum koppeln, sondern wenn ich dann wieder da bin, muss ich dran denken, dass ich die Weiterleitung dann wieder rausmache. Genau, und Signaturen, die gab es auch in Inbox. Allerdings konnte man da nur Text einfügen in Gmail. Lassen sich zum Beispiel auch noch Bilder einfügen und man hat hier eben diesen ganzen Editor, wo man die Signatur noch ein bisschen schöner formatieren kann. Genau, das waren eigentlich so alle Features, die Inbox ausgemacht haben und dann, wie man die so in Gmail findet oder auch nicht findet oder zumindest halbwegs sich nachbauen kann. Jo. Für Fragen, weil wir jetzt schon die halbe Stunde voll haben, wenn es nicht zu viele sind, würde ich sagen, gerne noch 1-2 Stellen. Ansonsten bin ich auch noch länger da und dann einfach nach den 3 Vorträgen auf mich zukommen. Ich versuche es dann zu beantworten. Ganz kurz, Thema Signaturen, gibt es da vielleicht noch ein Add-on oder ähnliches fürs Gmail, dass man mehrere hätte? Das ist jetzt ein bisschen off-topic von Inbox. Es gibt diverse Add-ons. Wir haben auch hier beim Frühstück schon, glaube ich, 2 Tools vorgestellt bekommen. Da kann ich dir später auch mal gern den Link zu unserer Playlist geben, wo die vorgestellt wurden.
Die bieten dann eben auch zum Beispiel die Möglichkeit, wirklich auf administrativer Ebene die komplett für alle Mitarbeiter zum Beispiel zu managen und sagen, irgendwie für Zeitraum X soll die Signatur gelten, dann die Signatur und da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Das ist ja quasi so eine Marketingkampagne, ne? Aufgebaut. Ja. Man kann auf jeden Fall auch verschiedene E-Mail-Adressen hinterlegen und für jede einzelne E-Mail-Adresse eine andere Signatur auswählen. Also. Was auch noch so ein kleiner Hint ist, man kann, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, man kann wohl in Google Docs zum Beispiel eine Tabelle ziehen und könnte dann da das Bild irgendwie links machen und den Text rechts und sowas und dann kann man die Tabelle, wenn man den Rahmen ausblendet, hier in den Editor wieder reinkopieren und dann ist das auch ein bisschen sauberer angeordnet. Ja, das funktioniert auch. Okay, noch eine letzte Frage? Dann vielen Dank, Max. Gerne. Dann würde ich, dann genau, dann.